Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Barbarossa und wir sind in der nächsten Konferenz. Okay, wir haben beinahe 500 Punkte, das ist die gute Nachricht. Mal ein bisschen sehen, was wir so demnächst haben. Also HG Nord, ganz ohne Panzer. MW Mitte und Panzer 1 und Panzer 3. Ach, Bryansk. Ah, und im Süden ist einiges los. Okay, aber hier können wir nicht viel machen. Achso, und hier Süd und Panzergruppe 1 haben hier dann ihre ganz eigenen Missionen, okay. Das sind dann, glaube ich, aber noch nicht die letzten Missionen. Es gibt insgesamt 23 Szenarien, wenn ich mich recht entsinne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin jetzt bei 21, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das heißt, danach kommt noch ein Satz und wenn ich das irgendwie jetzt richtig sehe, ist jeder einmal dran. Wobei HG Mitte habe ich jetzt doch schon zweimal gesehen. Na gut, Mitte ist zweimal dran jetzt noch, alle anderen einmal. Die Frage ist natürlich, was können die jetzt noch Großartiges kriegen? Überlegen, wenn Mitte 2 ist, hier Stufe 3 bei verfügbarer Kräfte, dann kann man die Nachzügler gratis kriegen. Das ist eigentlich ganz nett. Und wenn der schon zweimal ist, ob wir dem das vielleicht mal geben? Vielleicht auch hier die Kommandoreichweite maximieren. Hatte das ja sowieso schon. Ja, was könnte man noch tun? Man könnte auch den Panzer im Zweifel noch mal ein bisschen mehr Bewegung geben. Wer weiß, ob sie es noch brauchen. Oder ein bisschen mehr ein Aufklärer. Es ist halt schwierig. Oder ich will noch mal in die Karten gucken. Wir haben alle Punkte werden aufgefüllt und ein bisschen Luftaufklärung. Noch Luftversorgung, LKW, noch ein Bomber. Ja, die Luftflotte zur Not, um sich irgendwo reinzusprengen. Ich meine, wir haben ein bisschen Geld, das ist glaube ich auch ganz, ganz praktisch. Vielleicht die Luftversorgung. Tja, welche Fähigkeiten hätte man jetzt schon noch gerne? Hätte auch, dass die Heeresgruppen Ponton und Brücken bauen können. Das wäre jetzt ab und an schon mal praktisch gewesen. Und dann müssen wir noch irgendwas machen für die Panzer und ein paar Punkte überbehalten. Also finde ich zumindest, dass die Panzer auch irgendwas kriegen sollten. Wir könnten zum Beispiel einfach, naja, es ist wirklich so viel notwendig, dass sie sich schneller bewegen? Eigentlich nicht. Wenn wir noch zur Auswahl motorisierte Kräfte. Ist eine Infanterie kurzzeitig mal schneller wird, weiß ich jetzt nicht. Brücke zerstören oder befestigen? Könnten vielleicht noch die Aufklärung verbessern. Weil wenn das jetzt alle kriegen, dann ist nicht mehr sonderlich viel Geld über. Na gut, komm. Die haben jetzt alle Aufklärung verbessert. Es sind zumindest ein paar Punkte noch übrig und dann können wir die Konferenz auch beenden. Wird schon schief gehen. So ist festgelegt, was die nächste Mission ist. Ja.
Panzergruppe 1, Blitzkrieg im Donbass. Stalker hat an der Südfront den Gegenangriff entlang des Asowschen Meeres befohlen und damit einen Frontsektor ins Visier genommen, der von schwachen rumänischen Einheiten gehalten wird. Auch die Russen haben die Panzer im Norden nicht beachtet, die gerade Kiew in die Knie gezwungen haben. Während bei Militopol hart gekämpft wird, nehmen die Panzer die industriell bedeutende Region Donbass ins Visier. Ja, das ist dann wohl die nächste Mission. Lädt gar nicht mal so lange. Die Rumänen bei Biloserka stehen vor einer schweren Niederlage, doch die 11. Armee schickt bereits Verstärkung. In der Zwischenzeit müssen seine Panzer mit aller Kraft nach Süden vorstoßen, dabei sowohl die Flanken als auch die Nachschublinien unbeachtet lassen. Klingt super. Dadurch werden die feindlichen Einheiten bei Militopol eingekesselt, sodass der Donbass nahezu unverteidigt ist. Wenn wir Stalin und Taganrog erreichen können, bevor der Regen einsetzt, haben wir der sowjetischen Industrie einen schweren Schlag versetzt. Also, das ist Dnipropetrovsk. Da standen wir, da hinten ist Stalino. Okay. Wir sollen also einfach Gas geben in dieser Mission, so ungefähr wie es die Beschreibung auch gesagt hat. Achso, und das hier ist die rumänische Armee mit ein paar Einheiten, wahrscheinlich der 11. Armee dazwischen. Die muss hier also einfach halten. Was haben wir so als Bonusziele? Bahngraben, okay. Jeweils bis Runde 2. Runde 4 schon da. Das klingt sportlich. Ich nehme an, das Hauptziel ist es, dass wir unsere Panzer nehmen und mit alle Macht durchpreschen. Gut, ich will mal kurz schauen, dass OBS hoffentlich nichts anstellt. So, gegnerische Versorgung kommt eisenbahntechnisch von überall. Zur Not sogar über die Häfen. Kriegen leider so noch so einiges an Verstärkung. Aber ich sehe, wir kriegen auf Dauer auch noch ein bisschen was rein. Unsere Versorgung läuft nicht ganz so flüssig wie die gegnerische. Wir müssen also uns ja hier die Eisenbahn entlang kämpfen. Also Panzer 1, hast du noch nichts weiter? Gib mal wahrscheinlich Überversorgung an deine Leute aus. Also überlegen, dürfen wir da noch eine Pontonbrücke bauen? Ist vielleicht einfacher, wenn wir den nicht über den Fluss angreifen müssen. Und jetzt auch Überversorgung an einen hier. Ja, Spezialisten, wir könnten uns was leisten. Was haben wir denn hier? Ah, Nebelwerfer. Der ist definitiv neu. Okay, sonst hier oben können wir nicht machen. Das kann die 11. Armee da unten noch. Ja, den Tartanengraben nehmen. Achso, ich dachte die ganze Zeit, das sei so ein durchgängiger Fluss. Nein. Tatsächlich Landverbindung. Aber wirklich eine Aussicht auf Erfolg. Innerhalb von Runde 2 hätten wir nur, wenn wir den Artillerie rüberschieben. Haben wir gerade nichts. Oder ihn halt neue Artillerie kaufen. Gehen wir erstmal gucken, ob wir sonst noch irgendwas. Auch nicht so. Können wir den Rumänen da nicht noch vielleicht was
Wegnehmen, dass wir insgesamt hier bessere Angriffschancen haben. Und warte, was bringt eigentlich das Akku-Upgrade? Die meisten Einheiten verabschieden sich hier dann doch in dieser Mission. Also weil das letzte Szenario ist, heißt das, womöglich, wir haben das ein oder andere Akku doch noch einen Tick länger. Naja, die hier oben, die haben noch eine Mission. Aber nee, sonst würde ich sagen, lassen wir dieses Ziel einfach mal von Anfang an aus und konzentrieren uns darauf, hier durchzuhalten. Wir haben hier schon den Hinweis bekommen, dass es irgendwie schlecht aussieht für die rumänischen Einheiten. Wir sagen, verschanzen wir uns da. Und die beiden halten das nur. Und wir konzentrieren uns darauf, das da irgendwie zu halten. Sollen wir ihm vielleicht noch wenigstens einen rumänischen Infanteristen kaufen? Dann geht gleich seine Erfahrung runter, wird schon schief gehen. Ihr steht so, auf geht's. Also, das Wichtigste ist, dass wir hier reinkommen. Ich sage jetzt einfach mal, die Pontonbrücke hat sich dafür gelohnt. Schneiden geht nicht so einfach, weil die kriegen wir da überall. Von der Eisenbahn im Moment noch was. Tja, sollen wir da jetzt mit Vollgas reinrennen? Da müssen wir noch eben schauen. Hier kommen wir halt noch nicht so recht durch. Hier auch nicht. Na gut, wir könnten versuchen mit dem Bomber. Wenn wir uns dann hier irgendwie einen Weg bahnen können. Die fliegende Artillerie erschien mir jetzt ein bisschen übertrieben. Na gut, wir könnten hier mit denen hier ein 1-1 machen. Wird leider ein wenig teurer, aber jetzt haben wir hier einen Weg. Kommen leider nicht so recht über 1-1er hinaus. Aber jetzt können wir die halt hier zum Teil in Kontrollzonen stecken. Und hier Gas geben. Meine Mission hieß doch Gas geben, kümmere dich nicht zu sehr um die Nachschubwege, oder? Die schlagen, aber auch die hier. Und die zu schlagen wäre mir lieber. Weil die uns halt dastehen, wo wir eigentlich lang müssen, da im Wege. Gut, vergesst euer Haku nicht. Haben wir da dank der Eisenbahn. Ich glaube, den LKW hier vorne können wir dann auch direkt wegnehmen. Okay, zwei Einheiten nicht versorgt, aber das kann das Akku nächste Runde machen. Dann können wir da demnächst den LKW direkt besser platzieren, ja. Du deckst das nur erstmal und wartest, bis die das da oben soweit freigeräumt haben. Hier kommt jetzt der spannende Punkt. Weil wir uns wahrscheinlich hier entlang verschanzen werden. Und hoffen, dass das hält. Das ist der große Plan an dem Abschnitt. Hier ist nichts weiter zu tun. Stärkung erst ab nächster Runde, dann wird schon schief gehen. Das fängt ja gut an. Moment, die erleiden auch ziemliche Verluste, wenn sie einen Verschanzten angreifen.
So, dann lass uns mal schauen, wer dazu kommt. Ah, ein Panzer. Und auch hier noch ein paar Leute, wo. Ja, interessanter Aufstellungspunkt. Okay, den könnt ihr eigentlich auch wieder wegschicken, Leute. Mit der Stärke. Ja gut, ach ja, die hatten hier anscheinend Überversorgung zum Teil. Ne? So, warte, Panzer 1. So, der Ort hier ist leer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil... Kommt wieder umso schneller und leichter durch. Na gut, schauen wir erstmal, können wir... Beziehungsweise die neuen angekommenen Einheiten, der leider nirgendwo so richtig dran. Könnte einfach Gas geben. Der kann nicht gerade viel machen. Würde dich vielleicht daran schicken, dass du den rausblockst, dass diese Bahn auf jeden Fall uns gehört. Dann wird der da mehr oder weniger bald... Hätte ich gekesselt sein. Ach, du kommst da gar nicht rein wegen irgendeiner blöden Kontrollzone. Warte, das ist jetzt. Warte, dann habe ich den hier vielleicht blöd platziert. Wo kommst du? Ach so, ja. Ah, I see. So langsam verstehe ich das Problem. Wir doch mal eben gucken, ob wir hier vorne durchkommen. Ah, warte, stimmt. War vielleicht nicht klug, da direkt nachzusetzen, weil der sich natürlich jetzt in den Ort zurückzieht. Okay, der kommt noch rein. Doch kein Angriff mehr. U 52, Luftversorgung. Achso, ja, dann können wir jetzt einfach hier unsere Luftversorgung ziehen und kriegen den direkt neu. Weil wenn wir wissen, dass wir Luftversorgung haben, können wir auch ein bisschen offensiver ziehen. Sonst, ihr kommt alle voran. An hier diese italienischen Einheiten, ihr deckt den nochmal raus, dass er nichts anstellt. Da ein bisschen entlang. Könnt ihr jetzt eigentlich ordentlich schon mal Tempo geben. Ich meine, wir haben hier Luftversorgung. Also. Die Eisenbahn wird irgendwer Nachrückendes dann erobern. Wären wir schon recht bald in Stalin-Modus. Das wäre doch interessant. Hier haben wir noch, ich glaube, du sollst, ach warte. Solltest auf die und die aufpassen, da. Das kann jetzt natürlich irgendwie nicht gut gehen. Okay, vielleicht ein Tick zu schnell geklickt. Wahrscheinlich wird die Versorgung da gleich kurz mal wieder nicht funktionieren. Aber recht bald wird sie es dann wieder. Also ihr wartet immer, dass euch jemand den Übergang frei macht. Ja, wie sieht's hier aus? Und wir könnten versuchen, auf den Ort zu bomben. Sehen, ob jetzt unsere deutschen Einheiten stark genug sind, das zu halten. Ansonsten hier die Front entlang. Was haben wir so bekommen? Muss mal in die Nähe ein bisschen schauen. Auch die da meinetwegen mal. Hier gibt es auch noch
Na ja, komm, hier erstmal mit über den Fluss. Komm, stell dich hier ein bisschen mehr dran. Erwähnt in der Nähe Einheiten, falls wir es zurückerobern müssen. Ja, kann ansonsten gar nicht mehr viel tun. Halb zu stehen, hofft, dass das hell haltet. Ja, ich würde sagen, nächster Zug. Ja, versorgen. Ach, schon hier haben wir Versorgungsprobleme vielleicht. Aber wenn wir jetzt hier irgendwo einen LKW einsetzen, dann läuft uns der da schnell rauf und der LKW ist futsch. Nee, die sind dann mal eine Runde unversorgt. Schon, die erleiden massive Verluste. Die man verschanzten Angreifen, der noch bis gerade eben eine Artillerie hatte. Dass sie jetzt in unserem Rücken sind, da unten ist natürlich nicht so schön. Ja, läuft natürlich darauf. Verlust, aber noch nicht so tragisch ist. Bringen noch ein paar Mann dazu. Also können wir jetzt schlagen? Leider nicht so richtig. Jetzt eigentlich nicht, dass irgendein Panzer da nochmal umkehren müsste. Die müssen eigentlich hier nach vorne. Da kann gefühlt nach Stalino. Ich meine, die haben so viel Aufklärungslüge. Ist da was los? Ach, schade. Das ist jetzt gerne einfach eingenommen, aber hier gerade irische Versorgung. Ich meine, wir werden sie nicht ganz vernichten können, weil die hier immer noch ein bisschen über See haben. Aber wenn der einfach mal hier drüben auffährt, auf diese Eisenbahn. Da steht doch noch einer. Mal anders fahren müssen. Dann hätte man die vielleicht schon gekriegt. Okay. Naja, oder wenn wir auf den noch drauf pumpen. Das waren unnötig schwere Verluste dafür, dass der immer noch da ist. Wenn ich wirklich nicht den Nerv, einen Panzer da jetzt noch zurückzuschießen, zu schicken, aber so viel die Werte hier gerade stehen. Die Eisenbahn gehört uns. Du sorgst dafür, dass der da nicht rauskommt. Er hat dafür jetzt leider seinen Zug verbraten. Er steht da auch noch ein bisschen unschön. Du kommst hier schon mal mit nach Süden. Kesselst demnächst den ein, damit der da mal irgendwas machen kann. Tja, und die Immobilieneinheiten möchte ich eigentlich jetzt ganz weit nach Osten schon schicken. Schauen, was da halt so in der Tiefe los ist. Das Feld bräuchten wir auch noch mal. Okay, du könntest da noch hin. Können wir den nämlich hier mit hinschicken. Mal,
wegen das. Ah, den haben wir auch noch. Aber hier, komm, der kriegt mal Überversorgung und darf auch mit in die Tiefe vorstoßen. Oder frage, ob da noch irgendwas ist. Ich will mich erstmal hier in die Richtung fokussieren. So, und ihr kümmert euch darum in der Hoffnung, dass jetzt dieser Hunde nicht zu viel anbrennt. Hauptquartier vielleicht auch schon mitkommen sollte. Wenn wir vielleicht den einen LKW hier irgendwo platzieren können. Okay, soweit so gut. So, der da bräuchte man einen Nachschub. So, geht stark darum, die Gegner jetzt von diesem Zielort fernzuhalten. Ich hoffe mal, das reicht jetzt dafür. Du hast auch keinen Nachschub. Ach ja, und die laufen uns hier demnächst rein? Oder... Oder wir schlagen sie einfach. Was natürlich auch nicht so richtig funktioniert. Auch schon alles gemacht. Na gut, du kannst dich vielleicht mal sicherheitshalber irgendwo hinstellen, wo eine Einheit ist. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. Der kann jetzt eigentlich auch weg, wenn man nicht wirklich versucht, das hier zu erobern. Gut, dann ihr haltet das da erstmal und der Rest hier oben. So einfach weiter in die Tiefe vorstoßen und mal sehen, was passiert. Okay, Berdjansk, das andere Ziel ist außerhalb unserer Reichweite. Der Panzer da, der am nächsten dran wäre, kommt nicht hin. So, jetzt haben wir hier keine Versorgung, weil uns dieses eine Feld fehlt. Er hat noch welche, aber ich glaube, das kommt alles nur noch von da. Das heißt, das müssten wir gleich auch alles eigentlich ganz gut abschneiden können. So, so viel zu gehen. So viel zu denen. Wir halten das noch einen Moment durch. Ja, geht mir eben auf Nummer sicher, dass die uns hier nicht Eisenbahn drauflaufen. Könnten sie, glaube ich, immer noch, wenn sie wollten. Aber KI-Einheiten verlassen ja normalerweise keine verstärkten Positionen. So, da kommen wir demnächst drüber und hier müssten wir, es müsste eigentlich einfach reichen, die Eisenbahn abzuschneiden. Gehe ich mal von aus, was ist hier los? Ne? Oh, warte, wir haben schon so viel Aufklärungsmarker, da ist erstmal lange nichts los. Jetzt haben die hier hinten auch alle nichts mehr. Da im Hafen gäbe es noch was, aber ja, das heißt, die Panzer und alle einfach weiter ostwärts.
Na gut, der könnte jetzt noch auf den LKW drauflaufen da oben. Also allgemein ostwärts gern entlang der Eisenbahnverbindung, damit auch unser Nachschub stimmt. Könnten wir die auch noch mal eben abschneiden. Dann werden die mobilen Verbände, wenn die hier dann auch kein Problem mehr darstellen, denke ich, Stalino nehmen und noch in Richtung Ziel fahren. Ich habe den Eindruck, wir liegen zeitlich ganz gut in der Mission. So, wie sieht's hier aus? Das ist irgendwie noch ein bisschen lästig. Und bleibt irgendwie recht listig. Ja, aber bevor man hier zu sehr angreift, wir können ja eigentlich erstmal ganz stumpf weiter warten, bis deren Versorgung ist ja jetzt weg, bis die alle noch schwächer werden. Und jetzt zum Teil vielleicht noch verschanzen und einfach noch einen Moment warten und dann da durchbrechen. Sollte ja wohl soweit funktionieren. Ihr belagert den. Er läuft uns doch durch, aber immerhin nicht auf den LKW. Immer noch keine Chance. Zu denen, ja, die waren jetzt mal eine Runde abgeschnitten. Oh, dann lassen wir mal sehen, was in Stalino so steht. Okay, das Einnehmen geht noch nicht ganz in diesem Zug. Aber wir können uns ja schon mal annähern. Müssen wir natürlich hier irgendwie einen LKW. Warte, wir haben noch Luftversorgung. Der hat jetzt schon eine Runde keinen Nachschub. Ja, auch. Naja, das können wir zwar nun auch per Luftversorgung machen, aber ich glaube, fast den LKW können wir dann wieder einsacken. Wir sind ja eigentlich alle auf der Eisenbahn, wenn uns das demnächst gehört. So. Ich muss ja auch nochmal auf dem Feld gehen von der Einheit, sicher, sicher. So, du holst jetzt nochmal das Feld und dann bist du auch wieder versorgt. Ja, und hier geht es auch jetzt nur noch darum, noch einen Moment zu warten. Ich denke mal, im nächsten Zug sind die dann alle so langsam so sehr oder übernächsten geschwächt, dass man sie einfach so schlagen kann. Da muss man. Finde ich jetzt auch nicht hetzen. Ja, wir haben noch unseren Bomber. Gut, ich würde sagen, nächster Zug. Thank you.
Schön, dass ihr das da endlich mal in Ordnung bringt. Ja, ihr belagert hier weiter, muss man jetzt noch nicht angreifen. Und wir sind wieder hier. Weil jetzt eine vernünftige Einheit drin steht, die Werte ein bisschen schlechter sind. Achso, nach der letzten Bewegung ist noch Versorgung. Weil das ist doch nicht wahr. Ah, endlich mal jemand mit 0-1. Ja, da unten müssen wir nicht hin. Ist irgendjemand? So, hier muss noch was da, die noch ein sicherheitshalber. Sonst machst du das. Müssen wir auch wohl überedelt das Akku mitnehmen oder das Pferd hier hin. Ja, wir haben den Ort, dann machen wir uns bereit, darunter zu stürmen. Leider immer noch nur 1-1, obwohl der einigermaßen geschwächt ist. Wir könnten den hier noch versorgen. Na gut. Aber da können unsere mobilen Einheiten bald dahin. Ein bisschen Infanterie zieht hier ja schon nach. Und auch hier, oh, die Bahn haben sie ja mir großräumig zurückgezogen. Also im Angriff geht noch der Pionier auf. Zum Glück war es ja für die letzte Mission, aber das ist mal wieder so ärgerlich. Als haben die nämlich hier wirklich die ja, Stärke, wo man in, also, ne, weil ihnen Versorgung fehlt, dass man hier entspannt nachsetzen kann. Wobei, die Einheit hier sollte es jetzt nicht übertreiben noch. Schauen wir mal, ob wir den kriegen demnächst. Wäre praktisch, weil die Eisenbahn halt da durchläuft. Gut, dann. Ah, den gibt's noch. Würde ich sagen, sind wir bereit. Passt da noch eben auf. Bereit für den nächsten Zug. Wobei der wird doch unter Garantie sich einfach darauf stellen. Ja, wird er. Was soll's. Das hätten wir also mal wieder kurz geklärt. Schon zwei Runden ohne Versorgung. Das zum Glück hat der Gegner da ein Versorgungsdepot gebaut. Das könnte uns jetzt ganz gute Dienste erweisen. So. Kommt leider echt nicht über sein 1-1 da hinaus.
gegen die da in der Stadt. Aber stelle ich ja trotzdem schon mal hin, damit das Feld auf jeden Fall uns gehört. Ist zurück und du sicherst den Ort. Was die an Edi Ärger machen. Kommst da irgendwie hin und dann schon nochmal eben noch ein bisschen nachrücken kann. Oder ich auch da mal ein bisschen hin, um zu gucken, nee, ob da noch irgendwo vielleicht jemand ist. Kommt da immer noch nicht rüber, erst obwohl hier, ihr könnt noch helfen. Ah, sehr gut. Dann können wir jetzt hier ein bisschen entlang und auch diese Bahn hier noch ein wenig beschützen. Dann auch als Nachschub fungieren kann. So, die da brauchen wir ganz dringend. Ein bisschen Versorgung, ansonsten haben wir hier keinerlei Werte. Ich meine, wir könnten fast die fliegende Artillerie da mal draufhauen. Was keinen großen Unterschied gemacht hat, leider. Er wird versorgt? Na, dann kesseln wir ihn mal komplett ab. Gut, wir sollten die hier nicht endlos verfolgen, weil wir da irgendwann keine Versorgung mehr haben. Und wir bekommen, glaube ich, noch einen LKW, den können wir hier irgendwo hinbauen. Ja, du kommst noch an, ja, ich denke, wir können den Zug beenden. Ach, und er stellt sich auf die Eisenbahn. Man merkt schon, der Gegner kriegt hier unter Verstärkung. Also, wenn man jetzt weiter hinten stünde, dann wäre die Mission aber inzwischen richtig lästig. Weil zum Teil ist sie das, weil jetzt unseren Leuten auch schon Versorgung fehlt hier und da. Egal, Ort erobert, vielleicht einen Ticken zu spät, aber hey, du kommst mal irgendwohin zurück, irgendwohin, wo wir deutlich sichere Versorgung haben, nicht dass dem Hauptquartier jetzt noch irgendwas passiert wegen mangelnder Versorgung. Ihr deckt das Gebiet da einfach ein bisschen ab. Gerade das da oben, nicht dass uns da noch irgendwer einfach auflaufen kann. Ja, ich glaube, so viel muss man gar nicht mehr machen. Ja gut, sonst gehen wir auch insgesamt erstmal einfach ein versorgtes Gebiet zurück, wo es noch geht. Wir den noch angreifen. Nee, gut, ich glaube, wir können den Zug beenden. Wir können das Szenario jetzt auch beenden, weil sonst müssten wir, ja, hätten wir hier unten jetzt gewisse Versorgungsprobleme, aber das muss man sich ja nicht mehr antun.
Wir haben minus 1 Slowake. Ja, ach ja, wir haben die eine slowakische Einheit verloren. Die nur noch eine Stärke von 1 hatte, ein paar Rumänen, aber ansonsten. Also Verluste hat sich in Grenzen ganz schnell durchgekommen. Ich würde sagen, das war eine von den besser gelaufenen Missionen und jetzt haben wir ein bisschen Auswahl. Wir könnten also quasi an jeder Ecke weitermachen, aber gut, das würde ich sagen, sehen wir demnächst. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.